Wunderschönen guten Abend, Nachmittag, wann immer Sie das hier gucken. Mein Name ist Matthias Keller. Willkommen beim Stoffel 2020. Dankeschön. Dankeschön. Ja, es ist das erste Mal, dass ich auf einer Bühne stehe und am Anfang des Programms sage, ich freue mich überhaupt nicht hier zu sein. Ich wäre nämlich viel lieber mit euch jetzt draußen im Günthersburg-Park beim richtigen Stoffel, aber es ist natürlich gelogen. Ich freue mich trotzdem hier zu sein im Stahlburg-Theater selber, wo man einen ganz wunderbaren Stoffel simuliert hat. Also ich habe so dieses Stoffelrasengrün hier hinter mir und muss jetzt nur noch mir vorstellen, dass ihr da alle auf Biertischen sitzt, die Kinder vor der Bühne versuchen, ihre Getränke in die Boxen zu schütten, wie das halt so ist beim Stoffel. Also, habt ganz viel Spaß mit dem Special-Programm. Ich habe mir so als roten Faden so ein bisschen ein Thema überlegt, das, ja, ein Thema, das sprichwörtlich nahe liegt. Es geht um Nähe. Das Virus zwingt uns ja zum Gegenteil, also zur Distanz. Und da muss man ja sich so einiges einfallen lassen, um anderweitig in Kontakt zu kommen. Da gibt es ja verrückte Möglichkeiten. Unfassbar. Heute Morgen, als ich bei meinem Frühstück saß, Müsli verzehrte und dabei Postwurfsendungen las, da hatte ich eine Erleuchtung und ich kam drauf. Ist eigentlich nichts Besonderes, es fiel mir nur auf, ich habe dir noch nie, nie, nie einen richtigen Brief geschrieben, hab für dich noch nie, nie, nie meine Zunge an klebrigen Marken gerieben. Bei all den E-Mails und SMSen habe ich völlig vergessen, zwischen dir und mir gibt's nichts auf Papier. Solange der Inhalt stimmt, ist die Form doch egal. Das mit der Romantik funktioniert auch digital. Also kein Grund zur Depression, no, 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 no. Nur ein kleines bisschen seltsam ist es schon. Ich habe dir noch nie, nie, nie einen richtigen Brief geschrieben. Hab mich für dich noch nie, nie, überfüllten Postämtern rumgetrieben. Bei allen E-Mails und SMSen hab ich völlig vergessen, zwischen dir und mir gibt's nichts auf Papier. Ich hab für dich noch nie, nie, nie einen Umschlag parfümiert. Hab für dich noch nie, 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 nie mit Tinte rumgeschmiert. Ah, ich hab für dich noch nie, nie, nie einen richtigen Brief geschrieben. Hab mich für dich noch nie, nie, nie in überfüllten Postämtern rumgetrieben, aber ich könnt's ja mal probieren, ein paar Zeilen riskieren. Ich tu's auf jeden Fall beim nächsten Stromausfall. Danke. Ich muss aufpassen, dass ich den richtigen Knopf drücke, sonst gibt es auch sowas. Aber ich werde darauf achten. Gut, ja. Menschliche Nähe ist etwas ganz Wunderbares, aber sie sollte auf freiwilliger Basis erfolgen und nicht etwa, weil andere möchten,
dass man Kontakt miteinander aufnimmt. Das geht meistens nach hinten los und hört einfach selbst. Ist allein, ich bin allein, wir kennen uns nicht und das ist auch fein. Hier auf diesem Boot, im schönen Abendrot, sie und ich, aber sonst ausschließlich Pärchen an Bord, Pärchen an Bord, 25 Stück, das ist Rekord. Einzelpersonen gibt es nur zweimal, aber Pärchen an Bord sind in der Überzahl. Du, du, du. Sitz am Heck, ich seh nicht hin und auch sie schaut weg. Das können die Pärchen nicht mit ansehen. Sie wollen, dass wir miteinander gehen. Doch sie sagt nein und ich schließe mich an. Da fangen die Pärchen einen Aufstand an. Sie rufen Verrat, sie werfen uns ins Meer und sie höhnen uns lautstark hinterher. Pärchen über Bord, seht nur, die Strömung treibt sie fort. Mitten in den Sonnenuntergang hinaus, ach, so ein Pärchen über Bord, sieht echt romantisch aus. Schiff, Mann, bin ich froh. Ahoi, ruft der Käpt'n, Pärchen voraus. Hier, nehmt die Leine, wir ziehen euch raus. Wir sind kein Pärchen, das scheint nur so, ruf ich zum Käpt'n und der sagt, ach so, na dann tut's mir leid, doch ich bin ja kein Sadist. Hier habt ihr was zu lesen, falls euch langweilig ist. Und er wirft Märchen über Bord, so viele dicke Bücher, au, das war mein Kopf. Was hat er mir denn da für einen Wälzer verpasst? Die kleine Meerjungfrau, na immerhin, das passt. Du, 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 du. Mit zu Hause am Bildschirm, das geht auch. Du, 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 du. Ich höre das. Du, 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 du. Wenn euch du zu persönlich ist, macht halt sie. Sie, sie, die, sie, 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 sie. Danke. Das würde ich ja gerne, es ist eigentlich schade, dass solche Geisterkonzerte immer nur so in eine Richtung funktionieren. Ich hätte ja gerne auch mal so eine Rückleitung, um zu sehen, was ihr in diesem Moment jetzt zu Hause macht. Wie ihr ausseht, welches Unterhemd ihr anhabt. Und, aber ich überlasse das mal meiner Fantasie. Ja, es kommen ein paar Gedichte. Ich beginne mit zwei Gedichten über die Zeit. Über die Zeit. Ob Jahr, Sekunde oder Tag, die Zeit ist wie ein Brotbelag. Worin sich beide gleichen, ist das Verstreichen. Über die Corona-Zeit. Der Tag vergeht heute so geschwind, weil die Stunden anders sind und die Sekunden, die Minuten. Es ist nicht, dass sie sich sputen, beeilen, hetzen oder stressen. Nein, sie haben nur vergessen, was die Virologen sagten und den Abstand zu beachten. Oh, da ist ja noch eins über die Zeit. 0:50 Uhr.
0.50 Uhr. Schon so spät. Doch Schlaf finde ich keinen. Naja, ich mach das Beste draus. Belausche ich eben deinen. Du atmest langsam und entspannt, in regelmäßigen Zügen. Du träumst bestimmt, du bist am Strand, auf Fehmarn oder Rügen. Die Wellen in der Glitzerflut, sie kommen und sie schwinden. Du imitierst das ziemlich gut mit deinen Nasenwinden. Jetzt liegst du auf dem Rücken und dein Zäpfchen klingt sich ein. Das klingt ein bisschen wie ein Hund, der döst im Sonnenschein. Hihi, wie süß, du hast gebrummt. So tief komm nicht mal ich. Doch gleich darauf bist du verstummt. Hey, hallo, melde dich. Ach, ein lautes Grunzen, Gott sei Dank, ich war schon irritiert. Doch schon zersägst du einen Schrank. Er ist hellblau lackiert. Die Trümmer werden rasch versenkt. Du blubberst wie ein Moor. Ich kriege einen Schnauf geschenkt, direkt ins linke Ohr. Zum Abschluss noch ein kleiner Wind, der andernorts entflieht. Er bläst mich in den Schlaf geschwind. Gute Nacht, jetzt bin ich müd. Eine kleine Gedichtsammlung zum Thema riskante Berufe. Riskante Berufe, Folge 1, Fensterputzer. Der Fensterputzer Fridolin, komplett berauscht mit Sidolin, hängt oben an der Dresdner Bank und rubbelt dort die Scheiben blank. Da plötzlich naht ein Wirbelsturm und bläst ihn an den Messeturm. Dort wird der Fridolin zum Fleck, doch ein Kollege wischt ihn weg. Dresdner Bank, ich merke, das Gedicht ist schon ein bisschen älter. Okay, riskante Berufe, Folge 2, Kurier. An einer U-Bahn-Haltestelle steht ein Kurier von DHL. Da kommt ein Mann von Ups und gibt ihm einen Schubs. Gott sei Dank ist nichts passiert, sonst hätte es sich auskuriert. Und riskante Berufe, Folge 3, Feuerschlucker. Wenn Feuerschlucker unklug handeln, gibt das meist gebrannte Mandeln. Ja, Mandeln, das macht hungrig, deswegen gibt es jetzt auch ein kleines Gedicht zum Thema Essen. Warmes Essen. In einem gastronomischen Betrieb, da war die Kellnerin unheimlich lieb, doch das Essen, das sie brachte, war schon kalt. Da habe ich ihr gleich eine geknallt und sagte, bitte seien Sie mir nicht böse, doch kaltes Essen macht mich sehr nervös. Sie sah beschämt und stammelte, ich weiß, beim nächsten Mal mache ich das Essen heiß. Dann trat sie mir mit Schmackes in den Schritt und sagte, so, jetzt sind wir quitt. Ich röchelte, für die Brutalität hätte ich gern einen Schnaps aufs Haus, wenn's geht. Sie verschwand und brachte mir ganz schnell einen Eierlikör, das fand ich originell. Kurz darauf kam auch mein warmes Essen, da war der Schmerz im Nu vergessen. Und hier ein mütterlicher Ernährungsratschlag. Der Kannibale frisst behend einen Harvard-Absolvent. Drauf mahnt die Kannibalenmutter, iss nicht so viel Studentenfutter. Und es folgen ein paar Tiergedichte. Ja, das ist schön. Es machten einmal zwei Zikaden Wettlauf um den frischen Fladen von einem ausgewachsenen Rind. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann laufen und dann laufen sie noch immer um den Haufen. Es kroch durch eines Ackers Rille eine Blindschleiche mit Sonnenbrille. Da hab ich blitzschnell kombiniert, das ist Ray Charles reinkarniert. In einer Hautfalte versteckt, habe ich einen Zeck entdeckt. Er tat, was halt ein Zeck so tut und labte sich an meinem Blut. Pardon, sprach ich zu dem Insekt, es freut mich, dass es Ihnen schmeckt. Sie haben doch kein FSME. Das Tier hielt inne und sprach, nee, wie schön, sonst hätte ich auch geschimpft. Ich bin nämlich nicht geimpft. Ein Zebra kam unter die Reifen. Das gab eine Menge Zebrastreifen. Es ist so ungewohnt, dass ich diese Beschwerdelaute nicht... Du darfst gerne, ja? Also, ich nehme das freudig zur Kenntnis, dass das Team hinter den Kameras sich schwer zusammenreißt. Ihr dürft, wenn ihr wollt, ihr dürft. Ja, was nehmen wir noch? Ja, das ist ganz schön. Im folgenden Gedicht geht es um einen Schmetterling aus der Familie der Edelfalter, den sogenannten Admiral. Es landete ein Admiral auf dem Arm vom Kardinal.
An des Kirchenfürsten Hand funkelte ein Brillant. Der Admiral war tief bewegt, so von des Steines Glanz erregt, frohlockte laut der Schmetterling: Boah, krass, was für ein fetter Ring! Das Ozelot knetet geschwind eine Skulptur aus Nasengrind. Guck mal, erklärt das Ozelot, ich bastel einen Rotzegott. Und, ach, ja, doch, das ist auch, ja, das ist so, gut. Ist es Tier, ist es kein Tier, ist es ein wie auch immer. Das folgende Gedicht behandelt ein sehr spezielles Wesen, der Orch. Heute erzähle ich von den Orchen. Es empfiehlt sich zuzuhorchen, denn der Orch ist es wohl wert, dass man mehr von ihm erfährt. So ein Orch ist ziemlich selten, streift durch seine eigenen Welten und bekommt beim vielen Wandern einen Einfall nach dem anderen. Ja, er denkt Tag ein, Tag aus sich die tollsten Sachen aus. Im Liegen, Stehen und im Sitzen strotzt der Orch vor Geistesblitzen. Und so produziert er fix jede Menge Tipps und Tricks. Diese kannst du sogar kaufen. Musst nur zum Blumenladen laufen. Da gibt's für 6,10 € einen Topf mit Orch-Ideen. Stellvertretend für euch. Okay. Einen zum Abschluss. Nee, Quatsch. Zwei zum Abschluss. Zwei Möwen nämlich. Das Gedicht heißt Wattenwurm. Zwei Möwen streiten sich im Tang. Sie ziehen einen Wattwurm lang. Das klingt jetzt erstmal sehr brutal. Jedoch dem Wurm ist das egal. Er ruft: Was soll's? Ihr könnt mich haben. Ich habe lang genug gegraben. Ich hatte ein erfülltes Leben, nun ist es aus, so ist das eben. Den halben Strand hab ich durchpflügt, gar hübsche Würstchen hingekriegt. Ich grub und aß mich satt, verdaute manches Kilo Watt. Mal war ich schlank, mal war ich dick, mal aß ich Sand, mal aß ich Schlick und rutschte mir ein Krebslein rein. So sagte ich dazu nicht nein, denn fressen und gefressen werden ist nun mal der Lauf auf Erden. Da geht's dem Wurme wie der Möwe. Passt auf, da hinten kommt ein Löwe. Wo? Schreien die Vögel aufgeregt. Der Wurm fällt runter. Reingelegt, lacht er und taucht ins sichere Watt. Da sind die Möwen ziemlich platt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist so eine Bewegung, die kenne ich aus meiner Kindheit. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das wird heute gar nicht mehr gemacht, oder? So mit Papier bei Nachrichten. Doch. In dem nun folgenden Text von Marco Kreie können wir auf sehr rührende Weise beobachten, dass das mit dem Nähebedürfnis nicht nur für menschliche Wesen gilt. Es ist ein Text aus dem Jahr 2003, als wir noch mit ganz anderen Viren zu kämpfen hatten. Auf der Fensterbank. Holger saß seit geraumer Zeit auf der Fensterbank. Der kühle Nachtwind zerzauste seine Haare und unter seinen Füßen gähnte ein 12-etagiger Abgrund. Nun war es also soweit. Er musste sich nur beherzt abstoßen und war erlöst. Ein Todessprung war die beste Methode. Unkompliziert und effektiv. Hoffentlich. Es konnte auch schiefgehen. Es gab eigentlich viele Gelegenheiten wie diese hier. Ein Schritt am Bahnsteig, eine Lenkbewegung bei hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn, aber nichts war richtig sicher. Nur eine einzige Bewegung. Würden Sie jetzt bitte endlich springen? Ich habe heute noch mehr zu tun, als auf Sie zu warten. Holger wäre vor Schreck schon fast abgestürzt. Er blickte in den dunklen Raum hinter sich. Wer ist da? Eine stattliche Silhouette erhob sich vom Sessel in der Zimmerecke und kam auf Holger zu. Ein kalter Lufthauch wehte ihm entgegen, aber er erkannte nichts außer einer langen schwarzen Kutte und einer enormen Klinge. Der Sensenmann? Wie überaus scharfsinnig.
Ich dachte, den Sensenmann gibt es nur im Aberglauben. Bitte, tun Sie sich und mir den Gefallen und ersparen Sie uns diese Diskussion. Sie glauben gar nicht, wie oft ich sie schon geführt habe. Sie langweilt mich. Bleiben wir bei den Tatsachen. Wir sind beide hier, denn Sie waren gerade im Begriff, dort hinunterzuspringen. Also bitte. Dann bin ich Ihr Opfer. Nun, wir bevorzugen den Begriff Klienten. Wir verstehen uns als Dienstleister. Ich bin lediglich hier, um Ihre Seele abzuholen. Transfer, wie bei der TUI. Es gibt mehrere Sensenmänner. Was dachten Sie denn? Soll ich mich etwa alleine um die ganzen Toten kümmern? Aber wir bräuchten mindestens die dreifache Belegschaft, wenn alle Klienten so zaudern würden wie Sie. Also was ist nun? Ich... Holger sah den Abgrund hinunter. Ich weiß nicht. Ich hab's befürchtet. Als ich zur Freitodabteilung gewechselt bin, dachte ich, ich wäre dieses Rumgezicke endlich los. Nein, ich will nicht. Nicht jetzt. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Glauben Sie mir, niemand ist zu jung zum Sterben. Was haben Sie denn vor der Freitodabteilung gemacht? Motorradfahrer. Hören Sie, Sie verplempern meine Zeit. Ihretwegen muss ein anderer Sterbewilliger länger auf seinen Tod warten, als ihm lieb ist. Das ist unangenehm. Oh. Sie sind anstrengend. Na gut, dann ziehe ich eben eine Pause vor. Mal sehen, wer der Nächste auf der Liste ist. Oh, der schon wieder. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Den überspringe ich nochmal. Bernd Brandt. Ja, vielleicht das nächste Mal. Wie? Sie können das einfach so willkürlich machen? Tja, wenn ich heute mein Soll nicht erreiche, mache ich das durch irgendeine Sonderaktion wett. Ich hole mir zum Beispiel einen Rockstar. Dann habe ich mindestens ein Dutzend seiner weiblichen Fans mit im Paket. Das ist ja geschmacklos. Tja, denken Sie, dass mir das Spaß macht? Und die Abteilung habe ich auch nicht freiwillig gewechselt. Keiner will die Selbstmörder machen. Das ist fast schon wie eine Strafkolonie. Holger wusste nicht, was er sagen sollte. Der Sensenmann räusperte sich ausgiebig. Kann ich normal mit Ihnen sprechen? Die meisten Klienten legen Wert darauf, dass wir mit dieser Grabesstimme sprechen. Klar, ist schon in Ordnung. Herzlichen Dank. Wissen Sie, eigentlich bin ich vertraglich dazu verpflichtet. Wir müssen extra so Sprechkurse machen. Sie scheinen nicht besonders zufrieden mit Ihrer Arbeit zu sein. Der Sensenmann setzte sich neben Holger auf die Fensterbank. Zufrieden? Es ist die Hölle. Ich habe die unsympathischsten Kollegen, die Sie sich vorstellen können. Zum Beispiel diese arroganten Schnösel aus der SARS-Projektgruppe. Seit deren Konzept aufgeht, sind die unausstehlich. Das sind genauso karrieregeile Epidemie-Juppies wie die Spinner aus der Taskforce-Gruppe Ebola. Von denen hört man ja auch nichts mehr. Da lobe ich mir unseren Mann für Malaria. Der gehört noch zur alten Schule. Und der holt jeden Klienten persönlich ab. Der hat damals noch beim alten Pest-Paul gelernt. Ja, der allerdings vegetiert heute nur noch vor sich hin, lungert in Hochsicherheitslabors rum und wartet darauf, dass eine Petrischale runterfällt. Tja, er weiß, wo wir alle noch enden werden. Wollen wir zusammenspringen? Holger schüttelte zögernd den Kopf. Na gut, dann nicht. War ein Versuch. Der Sensenmann stand auf. Wissen Sie, Sie haben recht. Bleiben Sie noch. Auf der anderen Seite verpassen Sie wirklich nichts. Genießen Sie das Leben. Leben Sie wohl. Er wandte sich ab, ging aus dem Zimmer und sagte noch kein Wort hierüber. Und schloss die Tür hinter sich. Draußen auf dem Flur kam ihm grüßend ein Sensenmann-Kollege entgegen. Suizid, Sigi, rief dieser ihm zu. Grüß dich, grüß dich. Lang nicht gesehen. In welcher Abteilung bist du denn jetzt? Unfall. Sigi deutete auf die Tür, hinter der Holger gerade von der Fensterbank kletterte. Du kommst doch nicht etwa seinetwegen? Doch, doch, der Idiot rutscht ab. Oh. Sigi, du hast dich doch nicht etwa schon wieder bequatschen lassen, wie damals beim Motorradfahrer? Wohin sollen sie dich denn jetzt versetzen?
An diesem Tag beschloss Sigi, seinen Job an den Nagel zu hängen. Ja, der nun folgende Song ist einer bekannten Frankfurter Persönlichkeit gewidmet. Eine besondere Auffälligkeit hat sie über die Stadtgrenze hinaus zu einer Kultfigur gemacht und viele Menschen halten freiwillig Abstand zu ihm. Und dieses Lied hier ist seine Geschichte. Vielleicht. Zwei Frösche, sie hieß Gerda, er hieß Jörg. Der Jörg sagte zu Gerda: Du hast ne Haut wie Samt. Und Gerda sagte glücklich: Komm, wir gehen zum Standesamt. Fröhlich hopsten Jörg und Gerda übers Kopfsteinpflaster, die Stufen hoch zum Römer. Und drückten auf den Taster. Da ging plötzlich die Türe auf, heraus kam Petra Roth. Sie hat die beiden nicht gesehen und trat die Gerda tot. Und Gerdas Blut, das spritzte von der Sohle bis zum Senkel auf die Schuhe von Petra Roth und die rief: Heute Abend gibt's Froschschenkel. Betrübt sprach Jörg zu Gerda: Ich hatte dich so lieb. Er küsste sie und peng, verwandelt er sich in einen Typ. Ganz nackig stand er vor der Oberbürgermeisterin und die rief: Hau ab nach Treptebach, denn da gehörst du hin. Und manchmal sieht man heute noch am Sachsenhäuserberg einen Mann ohne Klamotten. Das ist der nackte Jörg. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob es ihn noch gibt. Aber wenn, mag ich sehr die Vorstellung, dass er nichts trägt außer einer Atemschutzmaske. Ja, irgendwann ist das alles vorüber. Also nicht nur dieses wunderschöne, sehr spezielle Stoffel 2020 Special, sondern auch der ganze Corona-Zauber. Zauber ist ein bisschen euphemistisch. Der ganze Irrsinn. Und was wir dann ausgiebig machen werden, wenn das alles vorbei ist, darüber habe ich zu Beginn der Krise ein Lied geschrieben. Unter dem Namen Anderthalb Meter Menschen habe ich das mit sehr vielen tollen Kollegen zusammen aufgenommen und veröffentlicht. Es ist in 9 Sprachen übersetzt worden. Es ist ganz oft auf YouTube und Facebook angeklickt worden. Und ich hätte es wahnsinnig gerne mit allen zusammen auf dem Stoffel live gemacht. Und so bleibt mir jetzt im Moment nur die Solo-Version. Aber wer weiß, was noch kommt. Und damit sage ich vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Unterstützt das Stahlburg-Theater, unterstützt den Stoffel, unterstützt die Kultur generell und habt viel Freude an unserer aller sehr systemrelevanter Arbeit. Meiner, der vom Team, allen Menschen, die im Kreativsektor arbeiten, Veranstalter, wie auch immer. Umarmen.
Nun stehen wir verlegen und unsicher da. Niemals war ich dir so fern und so nah. Ein Hindernis hat sich dazwischen geschlichen. Ich stell dir die Einkäufe hier in die Küche. Ja, ich hab's kapiert und es bricht mir das Herz. Was wir so dringend brauchen, bringt Leiden und Schmerz. Ich muss doch zu dir, ohne mich geht's dir schlecht. Doch sie lassen mich nicht und sie haben wohl recht. Doch irgendwann ist alles vorüber und dann werden wir uns umarmen. So lange wie niemals zuvor. Irgendwann ist alles vorüber und wir werden uns umarmen. Wieder und wieder und wieder. Ich weiß nicht, wie lange das alles noch geht. Vielleicht ist's ein Segen für diesen Planet. Am Ende ein riesiges Experiment. Wie nah kommen sich Menschen, wenn man sie trennt? Lass nun meine Augen die Arme dir sein. Komm an mein Herz und leg dich sanft hinein. So halten wir uns vielleicht näher sogar. Wie sehr du mir fehlst, wird mir heute erst klar. Doch irgendwann ist alles vorüber und dann werden wir uns umarmen, so lange wie niemals zuvor. Irgendwann ist alles vorüber und wir werden uns umarmen, wieder und wieder und wieder. Und irgendwann ist alles vorüber und dann werden wir uns umarmen. So bin ich wie niemals zuvor. Irgendwann ist alles vorüber und wir werden uns umarmen. Wieder und wieder und wieder und wieder. Wir werden uns umarmen. Danke.